So, da sind wir wieder. Extremo Pipi-Pause. Krass, selbst das Brot hält nur eins. Heißt Hardcore, dass alles hart ist? Also selbst auch die Monster oder wie sieht das aus? Hä? Ja. Nee, ich hab. Wir haben ja keine. Ist dann wieder dunkel. Eine Melone ist Oma, fertig. coole Spitzhacke. Na toll. Einundzwanzig Melonen haben wir. Ein Seidenwurm habe ich schon drin. Nase putzen. Die nächste Erde, die wir herstellen, wird auf jeden Fall mal der Test mit dieser Birne oder was es ist werden. Jetzt machen wir erstmal weiter Holzkohle. Das kann es alles dauern. Ach, der nächste Baum ist fertig, sehr gut. Ist gerade den ersten Setzling eingelegt. Ja, Tatsache, sehr gut. Zwei Setzlinge. Zum Beispiel noch keiner gebildet, sehr schlecht. Nächste Melone ist fertig. Da drinnen. Hier setzen wir einen hin. Ich bin immer noch begeistert, wie viele Möglichkeiten Minecraft praktisch bietet für irgendwelche Modifikationen, keine Ahnung was. Dass natürlich jetzt Java da so einen Strich durchmacht, ist ziemlich übel. Aber nun gut. Noch massig was. So. Das heißt wieder warten. Deswegen bin ich eigentlich dafür, dass wir noch mehr Bäume aufbauen. Und jetzt können wir wieder hier ein bisschen Holzpirat spielen. Holzkohle holen wir raus. So.
an. Ich hoffe, sobald der nächste Erdklumpen fertig ist, haben wir dann Platz für den nächsten Baum. Umso mehr Bäume wir haben, umso mehr und schneller die Möglichkeit halt, dass wir uns Erde erstellen können, was dann wiederum Wachstum von Fressalien und Co. heißt. Und das ist ja momentan das A und O. Das mal probieren könnten, wäre das mit dem Hammer hier. Interessiert mich ja schon. Boah, aber Tatsache Graviel rausbekommen. Und Graviel, probieren wir mal. Wow. Broken Iron Ore. Und Lapis Lazuli. Ja, sehr geil. Das ist sehr geil. Schon richtig Wassermelonen hier. So. Ja doch, wie gesagt, langsam wird das. Dauert zwar seine Zeit, aber nun gut, stecken wir nicht drin. Viel haben wir nicht mehr von dem Bone Meal. Deswegen muss ich da auch bald gucken, dass wir da irgendwelche Monsterfall erstellen. So, werde ich mal zusehen, dass wir hier die Bäume schnell wachsen lassen, mal gerade. Gleich im Arsch. Ich kann mir schon eine Menge mit anfangen. 56 Holz vor der Hütte. Wie ich eben gelesen habe, die Welt sich selbst vergrößern. Es könnte sogar sein, dass man irgendwann hier in der Nähe auf eine andere kleine Insel stößt, wo man eventuell irgendwelche Items kriegt. Bäume haben wir hier? Drei Stück. Okay, da können wir schon mal einen zur Seite tun. Auch langsam weiter. Sehr gut. So muss, so muss. Vielleicht haben wir dann die Chance, gleich schon die nächste Erde da zu erstellen.
nehmen, wie es kommt. Wir müssen mal gucken. Ich werde mal gerade die Musik auf jeden Fall ausstellen. Die Effekte sind mittlerweile auch ziemlich zu laut. So. Ich weiß gar nicht, ob man so weit noch hört. Ganz klar, wo es jetzt geregnet hat. Hui. Sonne geht auch schon wieder unter. Und solange wir hier noch keine Standbasis gebaut haben, muss ich halt gucken, erstmal die Zeit so zu lassen. Ja, was ich auf einem anderen Projekt festgestellt habe, das habe ich mit Junalia offline gespielt, also gar nicht erst aufgenommen. Einfach um zu testen, wie das Ganze funktioniert. Wenn man irgendwo Erde setzt, kann es sein, dass dann auch irgendwann mal Tiere spawnen. Ich weiß nicht, wie das hier der Fall ist. Auf jeden Fall wäre das urgeil. So. 7 Stück haben wir jetzt verballert. Alter Vater. Und wenn wir dann bald die Monsterfalle haben, also die Monster-Spawn-Kabine so ungefähr, dann haben wir auch erstmal wieder Knochenmehl zur Verfügung. Schwipp. Und hier werden wir weiter gucken. So, und ich finde, hier hinten können wir schon mal den nächsten Block dran setzen. Wie viel Platz haben wir hier zwischen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal hier. Ist parat. Zwei Setzlinge. Komm mit darüber latschen lassen. Sehr gut, wird er langsam. Ja, dann müssen wieder Fackeln nach vorne. Darf man nicht vergessen. Jo. Erster Setzling da. Ein paar Sticks wieder herstellen. Dann haben wir nämlich auch wieder ein paar Fackeln. Zack. 16 Stück, schon eine Menge. Sehr gut, sehr gut. Und wieder ein paar Bäume mehr gepflanzt. Auch schon wieder ein Erdblock mehr. Ich bin heute hier in der Telefonzentrale. Oh, ich muss essen. Oh, jetzt war mein Kuchen weg. So, was sagt denn mein Büchlein? Ich habe übrigens den ersten Steinblock mal zerklopft. Okay. Und guck mal bei mir in die Kiste. Da habe ich einmal Lapis Lazuli bekommen und einmal einen Broken Iron Ore. Ja, so. Ich weiß. Hast du nicht das schon gesehen, wie man es da machen muss? Nee. Du brauchst 4 von den Steinen, dass du diese Piece herstellen kannst.